biblische Ethik, die Bibel, der Christ und der Psychiater. Manch ein Christ lehnt Psychologen und Psychiater kategorisch ab. Doch die Bibel lehrt uns im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 21, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Die Schrift ermutigt uns, ebenfalls im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 14b, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Jeder Mensch soll sich um die Seelen seiner Mitmenschen kümmern. Psychologen und Psychiater, griechisch Psyche heißt Seele, die modernen Seelsorger also, nehmen sich dieser Aufgabe in besonderem Maße an. Sie sind gewohnt, genau zuzuhören und Probleme zu erfassen. So wie jeder Mensch seine körperlichen Gebrechen hat, so hat jeder auch seine seelischen Schwächen. Deshalb dürfen wir um jede Erkenntnis in diesem Bereich dankbar sein. Psychiater sind ausgebildete Ärzte und dürfen auch Medikamente verschreiben, weshalb sie vor allem in Fällen schwerer psychischer Erkrankungen unabdingbar sind. Ihre große Erfahrung darf nicht verachtet werden. Als Spezialisten können sie uns beibringen, mit Krankheiten umzugehen und in Krisen rechtzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gerade auch was Medikamente betrifft, wird sich ein Christ an ihre Anweisungen halten und sie nicht eigenständig absetzen. Zur Medizin hat die Bibel, solange man von ihr nicht mehr erwartet als von Gott, eine positive Einstellung. Gleichzeitig muss der Christ dem heute in der Psychologie vertretenen Welt- und Menschenbild vom Wort Gottes her kritisch begegnen. In Job 12, in den Versen 10 bis 11, lesen wir, in seiner, das heißt in Gottes Hand, ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Soll das Ohr nicht die Worte prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet? Eines der Hauptprobleme liegt darin, dass seit Sigmund Freud von manchen der Glaube selbst als Geisteskrankheit, oft wird er als Zwangsneurose kategorisiert, angeschaut wird. Weshalb ein Christ nicht selten dazu aufgefordert wird, sich von seinem Glauben loszusagen. Viele Psychologen und Psychiater schließen aus, dass der Mensch auf Gott und die Ewigkeit hin erschaffen worden ist. Psalm 42, Vers 3. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Sie bezweifeln, dass es einen Maßstab für richtig und falsch gibt und die Seele immer auch Sündenvergebung braucht, um Frieden zu finden. Psalm 41, Vers 5, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Deshalb wird der Patient zur Lösung seiner Probleme auf Menschen und aufs Diesseits verwiesen. Er soll sich selbst lieben und wertschätzen, sich Gutes tun, seinem Leben hier und jetzt einen Sinn und ein Ziel geben. Haltungen, welche die Bibel hinterfragt. Jesus spricht in Markus 8, Vers 37, denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Psychologen und Psychiater sind eine Hilfe, besonders wenn sie selbst im Glauben stehen. Ihre Unterstützung darf aber kein Ersatz für die persönliche Beziehung zu Gott und sein tröstendes Wort sein. Sonst bleibt der Mensch allein auf sich und seine Mitmenschen gestellt. Der wahre Seelsorger ist derjenige, der alle Belange unseres Herzens kennt. Psalm 54, Vers 6. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Psalm 23, Vers 3a. Er erquickt meine Seele. Und Psalm 147, Vers 3. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden.